Sie haben ein Ölwassergemisch, welches getrennt werden soll. Am einfachsten geht dieses mit Hilfe eines Scheidetrichters. Füllen Sie das Ölwassergemisch in den Scheidetrichter und verteilen Sie die Lösung schön gleichmäßig. Achten Sie darauf, dass der Hahn geschlossen ist. Setzen Sie den Scheidetrichter in ein Stativ mit Stativring und warten Sie darauf, dass sich die Phasen voneinander abgrenzen. Nach einiger Zeit erkennen Sie hier die zwei Phasen und die Phasengrenze. Entfernen Sie den Deckel zur besseren Belüftung und öffnen Sie den Hahn. Wenn Sie sich der Phasengrenze nähern, verringern Sie die Fließgeschwindigkeit. Schließen Sie den Hahn und wechseln Sie das Auffanggefäß. Fangen Sie die zweite Phase auf.